Hallo und herzlich willkommen zu einer Upcycling-Anleitung von So Simple. Mein Name ist Sabine und heute zeige ich dir, wie du aus einer alten Jeans ganz einfach eine stylische Bauchtasche nähen kannst. Alles, was du brauchst, ist ein Taschenset, eine alte Jeans und etwas Baumwollstoff. Das Schnittmuster für das Täschchen kannst du dir kostenlos auf meinem Blog herunterladen. Ich verlinke dir die Anleitung in der Infobox unter dem Video. Um die Form etwas anzupassen, habe ich den Schnitt von Täschchen Day ab der Teilungskante nach oben hin um 2 cm verbreitert. Ich fand das ganz schön so. Kannst du also machen, musst du aber nicht. Du kannst den Schnitt auch so verwenden, wie er ist. Ich habe hier die mittlere Taschengröße genommen, aber auch die Mini-Variante eignet sich sehr gut als Bauch- oder Hüfttasche. Als Futterstoff habe ich mir einen kräftigen Canvas ausgesucht, den ich aber nicht verstärkt habe. Wichtig, die Nahtzugabe ist im Schnittmuster bereits enthalten. Ich gehe hier von einer Nahtzugabe von 1 cm aus. Beim Stoffzuschnitt werden die Abnäher direkt mit ausgeschnitten. Außerdem markiere ich mir die Mitte der oberen Kante mit einem Knips. So sollte das jetzt aussehen. Und natürlich habe ich mir direkt das zweite Futterteil mit ausgeschnitten. Weil ich die Tasche gerne mit einer Original-Hosentasche drauf haben möchte, probiere ich mit dem Schnittmuster aus, welche Position am besten funktioniert. Mein Tipp: Normale Stoffscheren sind mit Jeans und ihren typischen Kappnähten oftmals überfordert. Ich verwende für Jeans und andere kräftige Stoffe eine Profi-Textilschere. An die habe ich mich inzwischen so gewöhnt, dass ich sie praktisch für alle Stoffe einsetze. Das Gute an dieser Schere, sie hat eine Mikrozahnung. Das reduziert ausfransende Stoffkanten und sorgt dafür, dass die Schere beim Schneiden einen guten Halt hat. Der Stoff rutscht dann nicht so leicht weg. Ich verlinke dir die Schere in der Infobox unter dem Video. Dieses Täschchen wird ja mit Gurtbandschlaufen und D-Ringen genäht. Stattdessen könntest du aber auch die Gürtelschlaufen deiner Jeans abtrennen und sie auf die Rückseite nähen. Oder du trennst direkt den gesamten Bund ab und steppst ihn ganz rustikal mit Zickzackstich auf das Rückenteil. Anschließend könntest du die Tasche dann am Gürtel befestigen. Als erstes bereiten wir jetzt den Reißverschluss vor. Kürze die Zähnchen auf einer Seite um 1 cm weg und fädle den Zipper auf die lange Seite auf. Dann fädelst du auch die kurze Seite ein und ziehst den Zipper auf. Wichtig ist, dass der Reißverschluss keine Dellen hat. Übertrage die Markierungen vom Schnittmuster auf den Stoff. Ich zeichne mir hier eine Markierung von 1,5 cm zur seitlichen Kante an. Das zeigt mir, wie lang mein Reißverschluss sein muss. Anschließend kürze ich den Reißverschluss auf die gewünschte Länge ein. Als Reißverschlussblende habe ich mir jetzt einen 5 cm breiten Stoffstreifen genommen, den ich doppelt nach innen gefaltet habe. Dann falte ich den Stoffstreifen nochmal und lege das Ende des Reißverschlusses ein. Anschließend fixiere ich diese Reißverschlussblende mit einem Geradstich am Reißverschluss. Wenn du dich nicht so recht traust, mit der Nähmaschine über die Reißverschlusszähnchen zu nähen, kannst du diese Naht auch mit dem Handrad machen. So sollte das jetzt aussehen. Anschließend kürze ich die Blende auf die Breite des Reißverschlusses ein. Und die zweite Seite des Reißverschlusses wird natürlich genauso genäht. Als erstes nähen wir jetzt an allen 4 Schnittteilen die Abnäher ab. Das sorgt dafür, dass die Tasche ein schönes Volumen bekommt.
falte die Kanten der Abnäher bündig rechts auf rechts aufeinander. Nähe die Abnäher mit einem Geradstich und einem Zentimeter Nahtzugabe ab. Anfang und Ende der Naht sollten verriegelt werden. So sollte das jetzt aussehen. Und das machst du insgesamt an allen 8 Abnähern. Und so sollten deine vorbereiteten Schnittteile jetzt aussehen. Einmal die Vorderseite aus Jeansstoff, die Rückseite aus Jeansstoff und 2 Stoffzuschnitte aus Futterstoff. Außerdem der verblendete Reißverschluss. Wenn du magst, kannst du übrigens die Taschenkante auch noch mit einer Paspel versehen. Ich habe bei dieser Tasche jetzt drauf verzichtet. Außerdem brauchst du ein Gurtband, das 2 bis 2,5 cm breit ist. Und dazu passen 2 D-Ringe, 2 Karabiner und eine Schiebeschnalle. Aus dem Gurtband schneide ich mir jetzt 2 7 cm lange Streifen, auf die ich die D-Ringe fädle. Dann werden die kurzen Kanten aufeinander gelegt. Wenn du magst, kannst du sie mit einer Hilfsnaht aneinander fixieren. Anschließend wird die Gurtbandschlaufe mit dem D-Ring an einem Stoffzuschnitt aus Außenstoff festgesteckt. Bei mir ist das jetzt das Vorderteil. Du kannst die Schlaufe ganz oben an die Kante stecken, ich habe sie aber 2 cm nach unten versetzt, weil mir das besser gefällt. Dann nähe ich die Schlaufen mit einer Hilfsnaht innerhalb der Nahtzugabe fest. Als nächstes kümmern wir uns um den Reißverschluss. Falte die kurzen Kanten des Reißverschlusses zueinander und markiere so die Mitte der langen Kante. Stecke den Reißverschluss rechts auf rechts an das erste Außenteil. Stecke anschließend das erste Futterteil rechts auf links an den Reißverschluss. Alle 3 Stoffkanten sollten bündig miteinander abschließen. Nähe die abgesteckte Kante mit einem Reißverschlussfuß oder einem schmalen Geradstichfuß und einem Zentimeter Nahtzugabe ab. Wenn dir beim Nähen der Reißverschluss Zipper im Weg ist, dann hältst du an, lässt die Nadel im Stoff, hebst den Nähfuß, drehst den Stoff ein bisschen, dann ziehst du den Zipper zur Seite und kannst weiter nähen. Denk auch hier daran, Anfang und Ende der Naht zu verriegeln. So sollte das jetzt aussehen. Falte beide Stoffteile vom Reißverschluss weg. Stecke das zweite Außenteil rechts auf rechts an den Reißverschluss. Das zweite Futterteil wird rechts auf links an den Reißverschluss gesteckt. Ich habe das Ganze jetzt hier umgedreht, damit du gut sehen kannst, was ich mache. Auch hier checke ich beim Zusammenstecken immer mal wieder, ob alle 3 Stoffkanten bündig miteinander abschließen. Genäht wird diese Seite natürlich genauso wie die erste. Und so sollte das jetzt aussehen. Falte alle Stoffe vom Reißverschluss weg, so dass der Reißverschluss frei liegt. Forme die Nähte neben dem Reißverschluss gut aus. Anschließend werden die Kanten neben dem Reißverschluss knappkantig mit einem Geradstich abgesteppt. Das sorgt dafür, dass sich das Futter später beim Benutzen der Tasche nicht in den Reißverschluss hineinzieht. Wichtig ist, dass die Steppnaht nur von Reißverschlussblende zu Reißverschlussblende verläuft.
Öffne jetzt den Reißverschluss bis zur Mitte. Falte die beiden Außenteile und die beiden Futterteile jeweils rechts aufeinander. Stecke alles rundherum bündig miteinander fest. Damit die Nahtzugaben der Abnäher nicht so wulstig sind, kannst du sie in verschiedene Richtungen voneinander wegstecken. So sollte das jetzt aussehen. Im Boden des Futters bleibt eine Wendeöffnung von ungefähr 7 cm frei. Hier ist die Wendeöffnung. Starte mit dem Nähen hinter der Wendeöffnung, nähe einmal komplett drumherum und beende die Naht vor der Wendeöffnung. Übrigens, wenn du auch so gerne Taschen nähst wie ich, dann schau dich gerne mal auf meinem Blog um. Dort findest du jede Menge Anleitungen für Taschen, Täschchen, Kosmetiktaschen, Beutel und Etuis. Abonniere gerne auch meine Nähpost, wenn du magst. Ich schreibe dir dann zweimal die Woche und versorge dich mit Motivation, Nähprojekten, Anleitungen, Rabatten und auch dem ein oder anderen kostenlosen Schnittmuster. Wenn du einmal rundherum genäht hast, wendest du die Tasche durch die Wendeöffnung auf rechts. Forme die Nähte gut aus. So sollte das jetzt aussehen. Hole das Futter nochmal aus der Tasche raus, falte die Nahtzugaben der Wendeöffnung 1 cm nach innen um und steppe sie knappkantig mit einem Geradstich fest. Wenn die Naht unauffälliger sein soll, kannst du sie auch mit einem Matratzenstich schließen. Ein Video dazu findest du auch hier auf meinem YouTube-Kanal. Jetzt brauchst du die beiden Karabiner und den Gurtschieber. Schiebe den Gurt durch Öffnung 1 und über den Steg durch Öffnung 2. Jetzt brauchst du den ersten Karabinerhaken. Schiebe ihn über den Gurt. Dabei liegt der Haken auf derselben Seite wie die Schlaufe. Schiebe dann den Gurt von unten durch Öffnung 1. Und dann wieder von oben durch Öffnung 2. Ziehe das Gurtende ein paar Zentimeter durch Öffnung 2. Falte es einmal um und befestige es dann an sich selbst. Der Karabiner am anderen Ende wird ebenfalls auf den Gurt gefädelt, das Gurtende wird umgefaltet und festgesteppt. Schau dir dazu gerne auch nochmal mein ausführliches Anleitungsvideo an. Zum Fixieren nähe ich einfach in einer Rechteckform mit Geradstich über die entsprechende Gurtbandstelle. Anfang und Ende der Naht werden auch hier wieder verriegelt. Und damit ist deine neue Upcycling-Bauchtasche auch schon fertig. Probier doch auch mal die anderen Taschengrößen aus. Du kannst die Bauchtasche natürlich auch aus ganz normalen Baumwollwebbare-Stoffen oder einem kräftigen Canvas nähen. Schreib mir mal in den Kommentaren, wie dir diese Anleitung gefallen hat. Und denk auch dran, mir ein Like und ein Abo dazulassen. Vielleicht bist du ja auch bei der nächsten Anleitung wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Wenn du Lust hast, klick dich auch mal rüber und folg mir bei Instagram. Auch da teile ich regelmäßig meine Nähtipps, Videos und Ideen. Ich freue mich auf dich. Für heute sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!